Hinweis: Das Team von der dritten Spieler hat ein Key für das Spiel erhalten, um Videocontent zu produzieren. Es werden keine Auflagen gestellt, wir dürfen machen, was wir wollen, wir erhalten keine monetäre Gegenleistung. Dieses Video ist keine bezahlte Werbung. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der dritte Spieler. Mein Name ist Alexi Fenris und ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Episode von Continue oder Quit begrüßen. Dieses Spiel heißt Infra, genau gesagt Infra Part 1 eigentlich. Das Spiel ist von dem finnischen Entwicklerstudio Loiste Interactive und ist am 15. Januar 2016 erschienen. Der zweite Teil, der noch in Entwicklung ist und irgendwann veröffentlicht wird, wird noch bekannt gegeben, wird quasi als kostenloses Update für alle Besitzer von Infra Part 1 erhältlich sein. Das Spiel kostet regulär ca. 15 Euro auf Steam. Und wir legen jetzt einfach mal los. Es ist so ein... Ich glaube, wir schauen erstmal hier so ein bisschen in den Optionen nach. Was haben wir hier? Crosshair. Crosshair, Highlight Selection, Outline, Film Grain, Motion Blur. Den Motion Blur machen wir mal raus. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Motion Blur. Tutorial Messages, Film Grain. Film Grain lassen wir mal drin. So, Apply. Gucken wir uns mal kurz die Controls an. Mouse Sensitivity, Move Forward, Sprint, Crouch, Jump, Interact, Camera, Switch Batteries, Previous Tool, Next Tool, Use Tool, Context Sensitive, Skip Intro, Mouse 2, Zoom 3, Quick Save, Quick Load. Okay, so, kleine Info vorneweg am Rande, ich habe schon eine Aufnahme mit dem Spiel gemacht, ich habe es schon angespielt, musste feststellen, dass das Spiel wahrscheinlich mit der Source Engine funktioniert oder einer vergleichbaren und da wahrscheinlich vergessen worden ist, hier irgendwie irgendwelche Sachen mit Mikrofonsteuerung rauszunehmen. Fakt ist, es hat mein Mikrofon bei der ersten Aufnahme wieder auf 100% gepegelt. Normalerweise sind es 80 und ich musste das jetzt gerade nochmal korrigieren. Die erste Aufnahme ist unbrauchbar, was für euch jetzt allerdings bedeutet, dass der Einstieg in das Spiel nicht ganz so langwierig ist wie in dem ursprünglichen Video. Also insofern kommt euch das schon ein kleines bisschen zugute. So, gucken wir hier nochmal. Multicore Rendering. Ja, das sieht alles okay aus. So, von der Performance her ist das Ding ordentlicher Standard. Wir haben 60 Frames pro Sekunde. Und wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Ja gut, wir fangen halt komplett von Anfang an, wenn wir unser Equip holen. So, direkt schon mal ein kleines Wort der Warnung zu den Ladezeiten. Sie sind vorhanden und sie sind intensiv und begutachtet mit mir diesen schönen schwarzen Bildschirm mit diesem sehr, sehr simpel gehaltenen Ladebalken und hoffen wir, dass das gleich ja durch ist. Zum Spiel, was kann ich an sich sagen? Es ist halt ein Adventure aus der Ego-Perspektive. Wir spielen ein Structural Analysis, wie man so schön sagt, namens Mark. Man könnte das jetzt grob übersetzen mit einem Statiker. Wir sollen zu einem Objekt hinfahren und schauen, was da so alles kaputt ist und nicht in Ordnung ist. Wir bekommen eine Kamera, wir haben eine Taschenlampe und müssen generell erstmal nachschauen, was da kaputt ist. Es gibt wohl ein paar Rätsel und wir schauen mal, dass wir so schnell und so umfangreich in das Spiel einsteigen können, wie es geht. Da ich den Anfang schon hinter mir habe, weiß ich jetzt zumindest direkt, was ich am Anfang machen muss, damit wir am Ende vielleicht dann tatsächlich noch ein bisschen mehr sehen. Innerhalb dieser 40 Minuten versuche ich das Video zu machen von der Länge her und dann am Ende ein kurzes Fazit, ob Continue oder Quit. Ja, am Anfang des Videos sicherlich schon festgestellt habt, haben wir einen Key für das Spiel erhalten vom Entwickler und an dieser Stelle nochmal unseren herzlichen Dank. Hey, Mark, were you here all night? So. Jetzt kommt ein bisschen bla bla bla. Das gehört dazu, das ist Einleitungssequenz. Morning, everyone. Good morning. Good morning. Moin. Sorry for the early meeting. I have a feeling we might have a long day ahead of us, so we better start early. So which building did you accidentally demolish this time? Ich bleib dabei, der Typ klingt wie Solid Snake. Also,
The maintenance reports we received from the municipality council yesterday seemed incomplete. So either those reports have gone missing, or there never was any maintenance done to begin with. Ha, sounds great. Exactly. Das sehen wir ja dann gleich. So be extra careful out there. And I want everyone wearing their helmets today. That means you too, Mark. But enough chit-chat for now. Mark, why don't you go ahead and start the presentation? You're better with computers anyway. Hauptsache 4:3 Bildschirmformat bei dem Beamer-Bild dahinter dem Typen. Und hier 16:9 Notebook. Aber gut. Alright. A quick recap of the situation. As you all should know, following the corruption scandal last year and with the upcoming local council elections, there have been some changes in the maintenance services of the Stahlberg region. It was decided that all key infrastructure, including power plants and water systems, will now be maintained by us. Do we really need to hear all this again? Well, not really. I just thought it would be a good idea to jog your memory a bit, you know? Anyway, like I said earlier, there were some missing details about the state of these buildings. That's why you'll be having a field day today, surveying these places. I'm sure we'll run into something that is in need of urgent maintenance. If those bridges crossing the Plowedge River are any indication, I expect to see some pretty nasty stuff. I hope not. The city council doesn't have much money to spare. Typical. Anyway, next slide, please. Good. So, as discussed earlier, you've all been assigned specific locations today. Steve, you'll be taking the Plowedge River facilities. Right. Carla and Amit, you'll get to visit the Two Gorges Dam. The view from the top is supposed to be pretty spectacular, so the gig isn't without its benefits. Naturally. So I heard I get to visit the dam too? That's right. You will take care of the Hammer Valley Dam and its surroundings. Oh, and there are a lot of tunnels there, so don't forget to bring your flashlight. Sounds like a great way to spend the sunny day. All right, final slide. Oh, very funny, Mark. Next slide. All right, that would be all for now. Gear up, guys, and don't forget to grab your master keys from the reception. And if you find anything major, you can reach me on my work cell phone. Gut. So, das zur Einleitung. Wir sollen da alles zum Hammer Valley Dam und zu den Tunneln. Und jetzt geht's weiter. Eben die Maus hier wieder ein bisschen empfindlicher einstellen. Ja, gut. You mean the M3? Yeah. Guess I won't be coming to work soon. Feels like my car can't take much more. Why not use the public transport? You live right next to a train station anyway. There's a metro station south of the island. So, direkt mal nach oben zu meinem Büro. Weil ich weiß, dass ich nach oben gehen muss, weil ich es rausgefunden habe. Tutorial ist, ich würde jetzt nicht sagen, nicht existent, aber naja. Es wird euch sehr viel überlassen, selber herauszufinden. Sagen wir es mal so. So. Da ist mein Büro. When in doubt, just call me Mark. Mark Siltanen. Was steht denn hier bei den Important Notices? Ah! Schön! Wir haben lateinischen Fillertext. Important Notice. Important Notice. Pro Ingravida, Nipfil, oder Liquid, bla bla bla. Ist ja das Lorem Quis, Bibendum und so weiter. Ah, hochauflösende Texturen wären awesome gewesen, aber gut. Wollen wir nicht meckern. So. Helm, Taschenlampe. Kann man was zu saufen. Schraubenschlüssel.
Kamera. Die ich jetzt noch nicht benutzen kann, lustigerweise. Okay. Autoschlüssel. Now to grab the master keys from the reception. So, ich sollte alles dabei haben. Alles kaputt hier. Schnellsten Aufzugtüren aller Zeiten. What the hell? What the fuck? Looks like someone forgot to pay the electricity bill. Out of order. A few overriding blah blah blah. Ah, okay. I guess I'll have to take the stairs. Ich kann versuchen runterzuspringen. Geht das? Nein. Geht nicht. Vielleicht mit Anlauf. Vielleicht kann ich mit Anlauf runterspringen. Geronimo. Nein. Auch nicht. Ein bisschen Unfug treiben, ihr merkt das schon, ne? Invisible Walls. Nope. Interessant. Man kann sich so hochziehen. Nope. Ja, da lang, da lang. So. Ja, so. Ah, da sind wir ja. Hi. Nicht der Gesprächigste. How's it going? How's it going? How you doing? Hi. You have a letter from the city authority. It's on the counter. Don't worry, it's not a parking ticket. Besser Blickwinkel da. Von dem Blickwinkel sieht die so böse aus. Und von hier irgendwie traurig. Böse. Traurig. Böse. Traurig. Star Trek Bösewicht. Was macht die mit den Augen? Okay, das war's. Ich rufe die Band in Black. Sowas fällt dann natürlich immer direkt auf, ne? Ist ja klar. So. Wollen wir mal. Where is the car? Der Trick ist, auf den Schlüssel drücken und dann... There it is. Ah. Sehr interessante Automarken. Haben wir sonst noch ein paar interessante Automarken? Haha, okay. Ah, kreativ genug waren sie ja. Auch nicht schlecht. Die Automarke, die aussieht wie ein Parkverbotsschild. D
Die Kennzeichen sind alle verschieden, also sie haben sich Mühe gegeben. Sie haben auf Details geachtet. Das ist schön. Sehr gerne, wenn Entwickler auf kleine Details achten. Und warum schreit mich das Radio an? Holy. So, jetzt gibt es erstmal wieder einen Ladebildschirm. Ja, das war jetzt quasi so der Einleitungspart, quasi so die Vorstory, wenn man so will. Und jetzt geht's tatsächlich los ins eigentliche Spiel. Und ihr werdet gleich feststellen, von was für einem Kaliber das Spiel eigentlich ist. Es ist ein doch eher, ich sag mal, eher langsames Adventure aus der Ego-Perspektive. Ich würde es jetzt nicht direkt mit einem Walking Simulator gleichsetzen, aber es hat schon so ein paar kleinere Aspekte davon. Jeden Moment. So. Machen wir die komische Musik aus. So, Auto abgeschlossen. Chapter 2, just another day at work. Work, work. Unsichtbare Mauern. Das Spiel will nicht, dass wir da zurückgehen. I'm finally here. The traffic was horrible. Any last-minute tips before I start surveying this place? You know the drill. Take pictures of everything that's broken. Also, if you come across any technical documents or other documents of interest, take pictures of them. It'll help our cause. Okay, bye. Der Hall. Der Hall gehört da nicht rein. Also, durchaus ein paar Mängel beim Audio. Muss man fairerweise. Starbuck is like this bridge. Old, crumbling and full of alcoholists. Das heißt Alcoholics, aber ich denke mal, das ist so beabsichtigt. Ist hier was, was man... Nein. Fotografieren kann man nichts. Direkt schon mal ein Wort zur Warnung. Was wir wahrscheinlich zwischenzeitlich suchen werden müssen, sind Batterien. Es gibt so eine Art kleines Energiemanagement-System hier in dem Spiel. Genau bedeutet das... unsere Taschenlampe und die Batterien von der Kamera halten nur eine sehr begrenzte Zeit. Was ist das denn hier? Geocache. Oh. Kleine Collectibles. Starbuck Water. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen schauen, dass das Rechteck kleiner wird im Fokus von der Kamera, dass wir tatsächlich ein legitimes Motiv haben, das wir fotografieren dürfen. Die anderen Sachen sind hier. War also schon einiges irgendwie hinüber. Was auch immer. Oh. Sieh mal einer an. That's not good. Nee, das sieht wirklich nicht gut aus. Also hier muss mal dringend was nachgebessert werden. Das da geht in eine ähnliche Schiene.
das verpiepst zumindest nicht mehr. Aber Hauptsache, der Sicherungskasten wird verwendet hier, um Alkohol zwischenzulagern. Das ist natürlich auch ganz nett. Hier geht unsere Arbeit also schon los. Also, Fotos machen. Also, im Prinzip ist das das Spiel. Also, bis jetzt zumindest. Mal schauen, was sich da... Oh, Batterien. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist interessant. Und wie lässt mich das Spiel jetzt ins Wasser gehen oder nicht? Ich werde mal was ausprobieren. Ja. Und wenn ich im Wasser bin, bin ich automatisch tot. Das ist das krasseste Wasser, was mir je untergekommen ist. Okay, also Wasser ist tödlich. Direkt schon mal merken. Nicht ins Wasser fallen, ansonsten war es das. Noch mehr Batterien. Müll kann ich, glaube ich, wegschmeißen, oder? Ja. Flieg und Sieg. Was haben wir hier? Hier sieht alles soweit okay aus. Bin mir nicht sicher, aber das hier sieht nicht so okay aus. Das definitiv nicht. Someone should get that fixed. Ah, hier haben wir auch noch ein richtiges Motiv. Können wir die Treppe runtergehen? Erstmal lieber auf Nummer sicher gehen. Okay, das haben wir auch schon mal festgehalten. Funktioniert das? Nein, natürlich nicht. Sieht nicht aus, als wäre, ob das hier irgendwie zu bedienen wäre. Das sieht okay aus. So. Jetzt geht's hier rein. Right. First inspection target. An old power plant that I already forgot the name of. Let's see how this place is doing. Tja, das hatte schon mal gut funktioniert. Was haben wir hier? A very hot day, maintenance log. Toll. Solche Sachen stehen in dem Wartungsprotokoll drin. Weird pain in my chest. Hard again, gotta take it slow. Goddamn hard, at least this place still intact after all this time, I don't feel the same. Irgendwas ist hier gewaltig schief gelaufen. Ich glaube, das hier ist auch nicht in Ordnung.
should do it. Kann man da nah rangehen? Passiert da was? Passiert mir was? Nein. Okay. So, mal stehen wir wieder an. Generator 1. Das scheint jetzt zu funktionieren. So, jetzt haben wir hier Licht. Hier ist nichts Interessantes. Gut, da kann man nicht hin. Oh, was sind wir denn hier? Sieht ziemlich dunkel aus. Oh, noch ein paar Batterien. Aber nur für die Kamera. Für nichts anderes, hört ihr? Okay, schauen wir mal, was hier ist. Reload Camera. Die Kamera funktioniert noch. Ich brauche mich nicht zu nerven hier. Was sind wir denn da? Ersatzteile. Das sieht nach Farbeimern aus. Ah. What do you know? Bolzenschneider. A pack of spare batteries for the flashlight. Auch nicht verkehrt. Nur warum der dauernde Hall in der Stimme? Das wundert mich ein bisschen. Warum das so hallen muss. Muss es nämlich nicht. Ist aber mal zumindest seltsam. Ist das Licht aus? Licht aus, Licht an. Hier war weiter nichts, ne? Genau. Gut, dann geht's jetzt hier lang. Oh, schauen wir mal. Schöne Landschaft. Schön ruhig. Oh. Das hat ja gut funktioniert. So. Wo geht's als nächstes hin? Kleine Hütte. Kleiner Bunker. Schon ziemlich überwachsen hier das Ganze. Weiß nicht, ob das so muss. Was haben wir da in der Richtung noch? Nichts. Da geht's nicht mehr weiter. Okay. Warum ist die Framerate einbrüche? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt. War gerade eben runter auf 45 Frames. Jetzt geht's wieder so kurz an die 60. Oh, und die Kamera ist. Only two packs left. Ah, ich glaube, das reicht. Immer, wir werden ja noch ein paar auf den Weg finden. Gehe ich mal fest von aus.
Falls nicht, dann haben wir ein kleines Problem. Was haben wir denn hier Schönes? Gibt es hier einen Lichtschalter? Ja. Haben wir schon mal einen Feuerlöscher? Ein paar Batterien. Two packs of spares for the flashlight. Two packs of spares. So. Was haben wir hier? Aha, Hydropower coming to sudden bankruptcy. Ah. To pay striking workers unpaid salaries, get new client. Sieht aus, als hätte jemand Geldprobleme gehabt. A local logging company. Looks like they went out of business. Logging zones in red. Looks like the work was cut short. That's three packs of camera batteries. So, für die Kamera bin ich gut ausstaffiert hier. Wenn ich das richtig sehe. Okay, weiter geht's. Was ist damit? Was ist mit der... Scheint zu funktionieren. Okay. Direkt mal speichern. Bevor ich ins Wasser falle. Müssen wir ihn nicht riskieren. Ja. Ah, ich muss das Ding angucken auch noch. Vögel. Ah, sieht ein bisschen zurückgelassen aus, das Ding hier. Säune. Strom. Straße. Okay. Someone should get that fixed. Definitiv. Ich sehe zwar nicht genau was. Ah, okay. Ist hier in den Häusern überhaupt noch wer? Ah, sieht nicht danach aus. Nope. Sieht nicht aus, als ob hier irgendwer wäre. Schon kommt einem schon ein bisschen einsam das Spiel vor, ne? Also ist jetzt nicht jetzt so reich bevölkert, aber... Oh, was haben wir hier? Oh, ist hier jemand? Sieh schon mal raus. Schleim mir mal die Batterien aus. Und dieser Halber der Stimme, also... Hätte man wahrscheinlich ein bisschen was am Audio noch tun sollen.
Moment mal. Mit dem umgekippten Baum ist da nichts. Okay. Das muss dann wohl so. Interessiert sich keiner für. Kommen wir hier lang? Nein. Alles abgesperrt. Das sieht nicht gut aus. If I remember correctly, this railroad is still active. I wonder if there is a signal box around. Ja. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier einen Signalgeber für das Bahngleis finden, dass da kein Zug reinrauscht. Schöne Aussicht. What the hell? Steht auf grün. God damn it. There we go. Würde mich interessieren, was passiert wäre, wenn statt dem roten Signal grün ist. Der hält an und die ganze Erde bebt. Okay. Gut, jetzt passiert ja nichts mehr. Der bleibt jetzt hier an Ort und Stelle. Okay, vielleicht doch besser so. Was haben wir hier Schönes? Oh, oh, no. Oh, no. Oh, das ist nicht gut. Und jetzt stecke ich fest. Okay. Bleibt nur ein Sprung ins Wasser. Not to go too deep. Vielleicht komme ich da hinten wieder hoch. Ja, ich glaube, ich bin jetzt zu tief. Ja. Must have been a storm last night. Okay, also es gibt Rücksetzpunkte. I wonder if there is a signal box around. Oh. Wo wir gerade schon mal dabei sind, überprüfen wir doch direkt mal, was passiert, wenn wir jetzt den Signalgeber da hinten nicht betätigen und der Zug da durchrauscht. Jetzt müssen wir das Zugsignal hören. Ja. Was passiert? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oha. Okay, das war mal übelste Vollbremsung in den Baum rein. Ja, der ist durch. Okay, das kann man also verhindern. Also da ist jetzt nichts hier nach dem Motto, falscher Punkt. Must have been a storm last night. If I remember correctly, this railroad is still active. I wonder if there is a signal box around. Okay, dann machen wir das noch und kommen langsam zu einem Fazit für dieses Video. Jetzt habe ich gerade ja demonstriert, das Spiel ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht fehlerfrei. Aber es ist auch keine Totalkatastrophe. Das Spiel hat definitiv etwas, das sich lohnt, nochmal
genauer in Augenschein zu nehmen. Dann muss das da so sein? Ich weiß es jetzt nicht. Kommen wir hier mal lang. Okay. Na gut. Okay. Kommen wir jetzt zu einem abschließenden Fazit, oder? Continue oder Quit für Infra Part 1 in diesem Fall. Und es ist ein sehr stilles Adventure, kann man sagen. Walking Simulator kann man jetzt so nicht recht sagen. Also da fehlt dann doch schon ein bisschen das Narrative Element, wie man so schön sagt. Da fehlt ein bisschen was und man muss tatsächlich sehr viel selber entdecken, sich selber zusammenreimen. Das Spiel funktioniert tatsächlich hier durch das Fotografieren, durch die kleinen Rätsel, die man lösen muss. Hauptsächlich erstmal Schalterrätsel, mal schauen, wie das Spiel später wird. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Continue oder Quit, ich würde das an dieser Stelle tatsächlich mit einem Continue beantworten. Die Elemente, die ich bis jetzt schon gesehen habe, sind auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Klar, es ist nicht perfekt, grafisch reißt das Ding keine Bäume aus, aber gerade von der Klangkulisse jetzt hier außen wirkt es doch ziemlich lebendig. Was mich halt ein bisschen stört, ist die Sprachausgabe des Protagonisten, Mark, also den wir hier aus der Ego-Perspektive steuern. Da ist eindeutig zu viel Hall im Spiel, der da nicht hingehört. Gerade nicht bei so einem weiten Außenareal. Aber an sich, ich bin neugierig, wie das Spiel weitergeht. Es ist ein Spiel. Und ich möchte es weiterspielen, deswegen Continue. Bin mal gespannt, wann der zweite Teil rauskommt. In dem Fall Part 2, der ja dann als Update verteilt wird für die Besitzer, die Part 1 schon besitzen. Und so, warte mal, haben wir hier irgendwelche Bildmotive? Sieht gerade nicht so aus. So, jetzt sind wir beim Damm. Hammer Valley Dam. I hope that at least this place is in a better condition. So. Schauen wir noch ein paar Minuten, wie das Ding hier so weitergeht. Ich will das Ding jetzt nicht komplett abrupt beenden. So wir quasi hier sind. Können wir genauso gut schauen, was sich hier noch weiter verbirgt. Zwischen dieser Feuerlöscher. Was ist das? Das sieht interessant aus. Sieht aus wie ein Knopf. Aber noch ein paar Knöpfe. Ich glaube, das waren mal Schalter. Vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Authorized Personnel Only. Ich bin ziemlich authorized, würde ich sagen. Aber ich darf hier nicht rein. Warum? Jede Menge Spinnen. Oh, klasse. Da fehlen Schalter. Okay. Dann darf ich die wahrscheinlich von oben runterholen und da irgendwie einsetzen. Ich habe mir schon irgendwas in der Richtung gedacht. Ich meine, die Dinger liegen ja nicht einfach so zufällig hier rum. Die Frage ist, warum? So. Holen wir den Schalter noch. Drücken den Knopf und warten ab, was passiert. Da 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 da
So, das sieht richtig aus. Wir können jetzt einen Aufzug betreiben, so wie es aussieht. Hier liegt auch noch ein Schalter und eine Säge. Und Zeug. Was haben wir hier Feines? Ah, noch mehr Schalter, noch mehr Zeug. So, ich glaube, der Aufzug läuft hier. Oh! Nicht der beste Zustand. Jetzt geht's in den Untergrund. Schauen, wie tief es runtergeht. Ladebildschirm. Natürlich. Nutzen wir den Ladebildschirm, dass ich mich von euch verabschieden kann. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Spiel Infra vermitteln. Wie gesagt, von Loiste Interactive auf Steam erhältlich für 14,99 €. Das ist zumindest der erste Teil. Den zweiten Teil gibt es irgendwann später. Wurde angekündigt als Update für alle Spieler, die den ersten Teil bereits haben. Wie gesagt, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal hier auf dem YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Mein Name ist Alexi Fenris. Tschüss, bye bye. Bis denne. Ciao.